Oh. Gerade so den Kurs geändert. Wo stößt die Insel jetzt hin? Auf Cordovan? Das ist okay, die ist eh schon zerstört, die Stadt. Da fliegen wir nun. Dupla. Ati. Dupla, ich bin daheim. Ati, du hast dein Auge verletzt. Ich muss dich behandeln. Das wird mich schon nicht umbringen. Ati. Willst du nur nach Tambe gehen, Dupla? Tambe? Dort Guy, ich habe ihm versprochen, nach der Schlacht seine Party zu besuchen. Kann ich denn mitkommen? Aber natürlich. Hey Liana, Jesse, ich bin zurück. Ich bin zurück. Weißt du, welche schrecklichen Sorgen ich mir gemacht habe, als die Insel sank? Tut mir leid, Jesse. Was ist mit dir los? So demütig kenne ich dich doch gar nicht. Bruder, was ist mit Doki und Selan? Ja, richtig, wir wollten nach dem Kampf ein großes Fest feiern. Alle werden dabei sein? Na klar, Doki, Selan, Ati, Dika, Alexis werden wohl auch kommen. Abgefahren, das klingt ja nach einem rauschenden Fest. Hoffentlich hat das Hotel genügend Plätze. Wenn nicht, können sie in den Häusern der anderen Leute übernachten. Alle Türen stehen weit offen. Oh Mann. Klar werden Selan und ich auch dabei sein. Auf jeden Fall. Wir werden als Geister auf sie aufpassen. Die Kräfte des Bösen sind auf der Insel nicht mehr zu spüren. Das hier ist ein Werk, Doki. Doki hat Darsch besiegt, kein anderer Krieger kann sich mit ihm messen. Logo, er ist der zweitstärkste Kämpfer der Welt. Zweiter, und wer ist deiner Meinung nach der Stärkste? Na, ja, was glaubst du denn du? Ich natürlich. Natürlich, Digga. Na klar, glaubst du, Doki wird in dieses Schloss kommen? Oh ja, sicher. Er muss. Unser Duell steht doch noch raus. Ja, ich kann ihn kaum erwarten. So viele Sachen, die eigentlich noch erledigt werden müssen. Die Insel schwebt weiter. Die Todesinsel hat den Kurs geändert und fällt nicht mehr auf Pandoria. Hurra! Oho. Die Insel scheint auf Westland abzustürzen. Westland? Ja. Wo genau ist Westland? Wo genau in Westland? In das Meer, nahe bei einer Stadt namens Isa. Ich muss nach Westland. Aber erst geht's nach Dambe. Dort steigt eine riesige Party. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Das Schiff ist bereit zum Ablegen. So froh, fröhlich habe ich euch schon lange nicht mehr gesehen. Tja, die Welt ist gerettet, Lexis. Was erwartest du von den Leuten? Dass sie traurig sind, dass keine Höllenfürsten mehr die Welt regieren wollen. Macht keinen Sinn. Jo, Taya, ne? Taya, glaube ich, heißt die Stadt. Unsere Anfangsstadt. Und Astia. Was ist los hier? Was? Ach, nichts, es ist nichts. Weinst du, Tia? Ja, etwas. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geweint. Und jetzt plötzlich...
Bist du traurig? Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich weiß auch nicht. Ich kann meine Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Weine nur. Wenn dir danach ist, es tut gut, sich einmal auszuweinen. Wenn es dir so richtig dreckig geht, ist dies das beste Mittel. Morgen sieht alles ganz anders aus. Du hast recht. Unser Sohn. Mama. Mein kleiner Tiros, was ist denn? Mama. Träumst du von deiner Mutter? Keine Angst, sie kommt bald wieder. Deine Eltern haben die Welt gerettet. Mama. Lächelst du? Sie werden bald wieder nach Hause kommen, Tiros. Aber natürlich werden wir das. Das war's, Leute. Lufia ist vorbei. Alter. Ich fass es einfach nicht. Es ist ein mega geiles Spiel. Lufia ist einfach unglaublich geil. Vor allem das Ende, es ist echt traurig vor allem. Ich meine, da rettet man die Welt und dann... Okay, man hat sich so gesehen halt geopfert, um diese Welt zu retten, aber es ist halt trotzdem echt traurig, finde ich. Und dass dann halt... Keiner wusste das halt so wirklich. Wahrscheinlich wussten Guy und Arty und so das alles, aber... Sie wollte halt niemanden die Laune versauen, glaube ich. Aber irgendwie so wird das schon sein. Aber es ist halt trotzdem echt... Ich finde es ein bisschen schade, aber es ist halt auch einfach ein echt krass geiles Ende. Und emotional mitreißend, finde ich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Projekt genauso gut gefallen wie mir. Viele, ich weiß nicht, also ich meine, es war jetzt nicht so ein Projekt, was mega gut ankam oder mega so gehypt wurde von euch, so sag ich mal. Aber das war mir so im Prinzip total egal, weil dieses Spiel an sich, mir hat es einfach mega Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Und dieses Spiel ist einfach eins meiner Lieblingsspiele, weil es einfach echt ziemlich cool ist. Es hat gute Rätsel, es hat eine geile Story, es hat viele verschiedene Charaktere, die ziemlich geil sind. Und... ja, deswegen wollte ich dieses Spiel auf jeden Fall spielen. Und ja, vielleicht habe ich es euch ja trotzdem näher gebracht, das Spiel. Es ist auf jeden Fall mega, mega geil. Und mir hat es mega, mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Und jetzt müssen erstmal nur die Credits ablaufen. Holy shit. Oh Mann. Oh, schon wieder so eine lange Aufnahmesession, ey. Aber es ist halt, wie gesagt, es macht doch einfach Spaß, dieses Spiel am Stück zu spielen.
Es ist nur ätzend, wenn es so heiß im Zimmer ist, dann kann ich nicht lange in meinem Zimmer bleiben, ey. Hoi. Vor allem, ich habe jetzt, glaube ich, halt Lufia komplett, also ich habe es jetzt komplett aufgenommen. Es ist jetzt gerade mal, ich glaube, ich habe gerade Part 53 hochgeladen oder so heute. Und jetzt habe ich das Spiel halt schon zu Ende, ne? Aufgenommen. Das heißt, ich habe erstmal meine Ruhe vor dem Aufnehmen. Nur was YouTubers Live und so angeht. Das muss ich noch aufnehmen. Aber sonst nichts mehr. Das heißt, ich habe jetzt noch ein paar Folgen, ein paar Tage frei, sag ich mal. Ach ja. Neverland Company. Ach ja. Hey Leute, ich merke gerade, ich kann mein Headset-Mikrofon verbiegen. Cool, wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt gerade rausgefunden, cool. Moment. Ich könnte das ja mal irgendwie zurechtbiegen. Das ist also das Mikrofon, womit ich halt tele. Womit ich eigentlich auch Streams machen wollte, aber ich habe es dann im Endeffekt doch gelassen. Weil die Qualität von dem Mikrofon für Streams halt trotzdem immer noch ziemlich schlecht sind. So, was passt. The End. Aber ich glaube, jetzt wird noch gezeigt, wie oft wir gestorben sind, wie viele Truhen wir geöffnet haben. Und ich glaube, sowas alles. Oder? Ich weiß es nicht. Start drücken. Irgendwas. Select. Bewegen. Vorspultaste. Ah, okay. Oh, der Endscreen war ja ziemlich lange. Hä? Du kommst nicht aus dieser Stadt. Wer bist du? Wie ist dein Name? Lufia. Mein Name ist Lufia. Das ist ein schöner Name. Wo sind deine Eltern? Wo lebst du? Lass uns spielen. Hä? Lass uns draußen ein wenig spielen. Was wollen wir denn spielen? Fangen. Ich laufe und du fängst mich. Okay, ich zähle bis drei. Fertig? Eins, zwei, hahaha. Okay. To be continued. Ja, aber bisher ist kein Lufia 3 rausgekommen, glaube ich. Obwohl, das für ein DS. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Remake zu dem hier, oder? Ich weiß es nicht genau. Komm, der Screen ist mir ein bisschen zu lange. Was ist dein Ernst? Wie lange ist denn der Screen? Ich will halt nichts verpassen, ne? Hallo? Ah, okay. Niederlagen. Deka ist nur einmal verreckt, ohne Witz. Ich weiß nicht, ob dafür da auch die Dings zuzählt. Die Ahnhöhle. Sehe dann am meisten, ja, war irgendwie verständlich. Hier ist voll selten. Lol, hier ist echt voll selten eigentlich. Spielzeit 19 Stunden und 26 Minuten. 45 mal übernachtet, 686 Kämpfe, ist recht wenig. 130 mal geflüchtet. Wir haben 15 Truhen nicht geöffnet. 35 mal Ursprung eingesetzt, alle 8 Dracheneier und Eierdrachen besiegt. Eierdrachen besiegt? Okay. Ahnenhöhle, Spielzeit 0? Achso. Zählt nur, wenn man das gewonnen hat, oder wie? Kämpfe 0, Niederlagen 1, blaue Truhen 1, rote Truhen 175, Anzahl der Siege 0, Stockwerke 46. Kann man da jetzt auch irgendwie noch so wegmachen? Vielleicht auch wieder nur, wenn wir irgendwas vorspulen oder so. Auf jeden Fall Eierdrachen besiegt. Okay, ich weiß gar nicht. Müssen wir dafür viermal alle Dings haben? Warte, ich hatte die Seite vorher noch offen. Scheiße, ich habe gerade Escape gedrückt. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war.
Okay, war kein Fehler. Ich hatte die Seite gestern noch offen. Ich guck mal kurz nach. Wow, ich weiß nicht, wie gut das lesbar ist. Na. Auf jeden Fall, vierter Durchgang. Haben wir das hier. Okay, sobald ihr diese Orte besucht und die Dracheneier fleißig gesammelt habt, könnt ihr gegen den Eierdrachen zum Kampf antreten. Der Eierdrache ist allerdings einer der stärksten Gegner im ganzen Spiel und nicht leicht zu besiegen. Ihr solltet schon ein sehr hohes Level erreicht haben, bevor ihr Herausforderungen annehmt. Seine Stärke ist sogar noch größer als die der Höllenfürsten. Außerdem ist immun gegen jede Art von Magie. Hier ist besonders gut Zornattacken angefragt. Außerdem müsst ihr eine gute Ausrüstung bzw. Schutzzauber parat haben. Belohnungen sind... Achso, ja, das sind die Sachen. Aussehen, das ist der Eierdrache. 65.000 HP, okay. Angriffswert 1.500 und Abwehr 500. XP 60.000, Gold 60.000. Okay, das ist der Eierdrache, also okay, schöne Sache. Wir könnten jetzt nochmal alle Dings suchen. Ich will mir das Antikschild einmal angucken. Eierring. Vielleicht hätten wir es vorher machen sollen. Antikschild. Abwehr und Bewegung. Guy, Arti und Deka. War dein Ernst? Das wäre für Arti super gewesen. Scheiße. Eierschwert. Schwert aus den Schuppen des Eierdrachen. Kriegertrick. Des Gegners Fähigkeiten werden beeinträchtigt. Kann sofortigen Aufgeben führen. Ha, cool. Hätten wir auch holen können. Scheiße. Egal. Das können alle tragen sogar. Gut, Leute, okay, ja. Dann. Gut, ist das nicht so schlimm, es den Eierdrachen nicht besiegt zu haben? Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das. Mit dieser Folge von Lufia 2. Mit dem kompletten Let's Play von Lufia 2. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gespeichert wurde. Dritter Siegelturm. Ja gut, ich meine. Okay. Ich weiß ja auch nicht, hier kommen wir auch nicht weiter. Was ist das? Lass es jetzt noch Ewigkeiten so stehen. So, wir sehen uns gleich noch auf der Endcard wieder, Leute. Haut schon mal rein, wenn es euch gefallen hat, ne? Wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut da rein. Hey Leute, willkommen auf das Endcard von Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Das Projekt ist jetzt komplett vorbei. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, mir dabei zuzugucken, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Dieses Video oder alle Videos, alle Lufia-Videos, mit einem Daumen hoch bewerten. Und gerne auch Verbesserungsvorschläge für nächste Projekte anmerken. Und so weiter und so fort. Im Anschluss oder hier momentan seht ihr nochmal alle Parts im Durchlauf vorbeilaufen. Und wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut da rein.